Jetzt wird's hart. Also, unser Problem ist, wir wollen morgen los. Das Ding ist. Benzin. Wir wollen eigentlich mit den beiden Kahn fahren hier. Weil das, Digga, das sieht halt ends geil aus, ne? Ich muss mal mit Stickern noch ein bisschen Style machen. Ach, mir fehlt der Style gut. Noch ein bisschen. Diese gelbe Scheibe, Alter. Was ist denn hier passiert? Ja, also wir haben hier unsere Technik hier unten. Und hier haben wir halt... Ja, aufgeflext, ist komplett durchgerostet alles hier drin. Der Keilriemen, boah, Alter, Junge, der rastet nicht ein. Also, weil es verrostet ist da drin alles. Jetzt mal aufmachen. Es wird spannend. Was fuck, wir müssen andersrum, ne? Das wird. Ja, nee, du musst ja mal rankommen. So. Oh, fuck, wieso steht denn? Boah, mach mal den. Alles ist schwer. Die Dinge habe ich rausgebaut. Ja, Alter, Junge. Wir haben noch einen alten Roller. Der hier. Der ist also der ist hoffnungslos. Den kriegt man gar nicht mehr repariert. Aber das ist das perfekte Ersatzteillager. Das Pech, oder? Ja. Weil schaut mal, wie es hier drin aussieht und wie es hier drin aussieht. Wir bauen jetzt die kompletten Teile da raus und versuchen das da reinzubauen. Dann fährt er vielleicht. Junge, die Hupe. Ja, aber die ist leider. Ich habe nur eine Klingel. Lecker. Meine Blicker gehen auf. Ja, und mein Licht? Boah, das ist so räudig, das Licht. Ich hab den gekauft, da stand 7000 Kilometer. Ne, 10.000. 3.0. Da stehen doch keine 100.000. Ja. Aber was hat denn die Zahl da hinten zu bedeuten? 7600? Aber du weißt ja nicht, ob der schon mal die Null wieder da stehen hatte. Aber das machen wir jetzt. Digga, wenn das jetzt aufgeht. So. Digga. Okay, die sitzt richtig fest. Ich hab gesagt, wir kriegen die nicht auf. Ich hab richtig Bock. Müsste ich überlegen, da so einen Gebirgspass hoch mit den Dingern. Nein! Der ist einfach ausgegangen gerade. Ich hab nur ein bisschen Schiss. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber ich bin mal so 10 Kilometer gefahren zum Testen und meine Felge wird übelst heiß und der Reifen auch. Ich hab so Schiss, dass es schmilzt bei mir, der Reifen hinten. Echt? Ja. Der Reifen war richtig heiß. Okay. Ach, jetzt. Digga. Junge, jetzt bin ich mal gespannt hier. Oh mein Gott. Yeah. Alter. Junge, Maschine. Und dann machst du hier so. So, eigentlich so. Ja, genau. Und dann rutscht er eigentlich rein, dann ist er ein bisschen lockerer. Genau. Ah. Boah. Junge. Der ist richtig im Arsch. Digga, der kann sich schon gar nicht mehr. Bäh. Ich würde sagen, der geht noch, oder? Guck mal. Trotzdem, das sieht doch aber übel das aus. Das ist richtig. Aber das war einfach nur drauf, gell? Das war ein System. Du musst dir merken auch, wie du es auseinanderbaust, gell? Komm mal dran. Ah. Oh, Alter. Oh, guck mal, hier kann man komplett wegziehen. Denn dann nehmen wir einfach den neuen drauf. Junge, Getriebe hier. Oh, Junge, wir bauen einfach das aus dem neuen raus. Boah, guck mal, wie rostig das ist. Oh, das sieht so eklig aus, Alter. Okay, das ist das. Aber die Teile frage ich mich. Schau mal, die Stange, die ich da abgeflext habe, kriegst du die raus? Ja, müsste man eigentlich. Jetzt bin ich mal gespannt. Weil wenn die nicht rausgeht, dann habe ich den Roller gebumst. Ist immer im Arsch. Na, obwohl, das ist ja Kickstarter. Könnte man trotzdem noch fahren. Oh. Yo, this is about to really hurt some people's feelings, so if you a little sensitive, you might as well turn this joint off right now. Okay? How you afraid to drop a dime when you already dropped a dime? Also, wir müssen jetzt das Teil, was ich motiviert abgeflext habe, wieder dran schweißen, damit der Kickstarter wieder geht. Die Frage, wie ich das jetzt hier zusammengeschweißt krieg, Alter. Boah, Junge, das hält ja nicht. Ich glaube, wird nichts mit dem Magnet. Also wenn du mit Kabelbinder versteckst, würde ich irgendwas drunter tun. Nee. Digga, der Kabelbinder ist sofort weg, Alter. Also, der Elektrostarter ist verloren. Wir finden nicht, wie man den rausbauen kann. Keine Ahnung. Und wir versuchen jetzt den Kickstarter zu reparieren. Also 50% Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob der Motor jetzt gleich in die Luft fliegt. Ja, das ist doch eigentlich total scheiße, oder? Außerdem explodiert Benzin ja nicht. Das gibt's nur im Film. Ah!
Tor. Nein, oh, Digga. Ich bin mit dem scheiß Ding dagegen gekommen. Digga, das war so schön. Junge, wieso geht es jetzt nicht? Ah, Digga, das magnetet auch noch. Alter. Es geht nicht, der Magnet ist zu stark. Die Schweiß, das flüssige Stahl, der da entsteht, wird direkt weggezogen. Zum Magneten. Mhm. Digga! Der macht gar keinen Bock, der Magnet. Eispray, wir brauchen Eispray! Woo! Eispray. War nicht zu nah, sonst splittert ein bisschen weg. Sowas macht die Schweißnadel eigentlich übelst brüchig, gell? Ja, ich will auch jetzt sagen. So ein Kampf. Das muss dann dadurch. Trick ist auf jeden Fall, wenn euer Roller nicht anspringt, einfach Benzin in Luffy. Oh, so viel. Digga, du hast da gerade ein paar Milliliter rein. Das ist doch gut so. Digga, der Moment, der... Oh, das klingt echt scheiße. Das klingt nämlich nicht so gut. Oh mein Gott. Digga. Das ist halt wirklich... Ist das überhaupt festgeschraubt alles? Oh nein, wir müssen den zum Laufen kriegen. Wir wollen ein paar Stunden los. Aber was ist denn da raus? Wir rutschen das raus. Ah, Junge. Aufschrauben. Woo. Ich schraube jetzt gerade schon zum zweiten Mal auf. Ich habe ihn nämlich schon mal aufgeschraubt. Ah, du musst das alles, Keilriemen und alles rausmachen, damit du das wieder hinmachen das kannst. Das zumindest Schlinke muss ich rausmachen, ja. Ach, welche Dichtung? Ich zeig's immer. Mana, warum geht denn das immer raus? Ich versteh's nicht. Wir sind an so einem gewissen Tiefpunkt, also ich nicht, weil ich beklebe hier die ganze Zeit. Schau mal, meine Fahne. Das gibt's doch nicht. Ist ready. Wir haben hier einen treuen Zuschauer. Did I really blow your mind though? Nah, you got me confused with your other booze. I've been peep game, so I never gave a cookie up. Ein bisschen drückt, sonst kriegst du die Mode ja nicht an. Oh shit. Oh ja, da war irgendwas. Ich hab schon wieder. Schon wieder, oder was? Oh shit, Digga! Woo! Oh, der raucht, Digga! Beschleunigt krasser als meiner. Ja, gib mal Gas. 1, 2, 1. Hey, Digga, meiner ist voll arm. Nein, Digga, nein. Scheiße. Seine Cap. Oh nein. Meine Karre ist viel lahmer, Alter. Wuhu! Du hast ein bisschen einen Platten auch. Nee? Ja. Gute Schlagkraft, aber es ist kein Platten, oder? Nee, aber ein bisschen. Bisschen Luft kann er vertragen. Jetzt schauen wir mal, wie schnell die insgesamt fahren. Ja. Also, jetzt hier die Karre. Ja, mach mal deine Luft wieder runter, mach mal. Ja. Juhu! Jetzt werden wir sehen. Junge, wie du in den Schuhen hängst, Alter. Nee, oder? Kann man da nicht was reindrücken oder so? Du musst es reindrücken. Ah, Digga. Okay. Du musst den so randrücken und dann. Boah, Digga, erstmal. Ja, mach bei dir mal den Luftfilter. Wir tun jetzt den Luftfilter abmachen, damit wir ein bisschen schneller fahren können. Mach mal deinen Sitz auf. Obwohl schneller, da ist so ein Ding drin. Boah, das ist alles schon kaputt, Digga. Aber deiner ist ja auch nicht schneller gefahren, der hat nur mehr beschleunigt. Ja. Aber können wir nicht irgendwas rausbauen aus dem Luftfilter, den ein Stück kleiner machen oder so? Ich weiß ja nicht, wie dein Luftfilter aussieht, aber eins können wir machen, und zwar
diese Kappe kannst du weglassen. Die habe ich gar nicht mehr drauf. Wenn ich die drauf habe, fährt bei der nur 38. Echt? Ja. Oha, Digga. Aber ist das legal? Die könnte doch runtergefallen sein, oder? Ja, das wissen die vielleicht auch gar nicht, dass da eine Kappe drauf sein muss. Das ist auf jeden Fall klar, wenn du das runter machst. Ja, wir, nee, wir machen nichts Illegales. Ja, aber das, wenn du sie jetzt kaputt machst, oh, wow. Genau, so fährt es sich auch schon krasser. Und das, also wenn du es so machst, ist natürlich High-End. Aber guck mal, du hast nicht mein Luftfilter drin. Was ist das denn für ein Scheiß? Der zieht einfach die Luft rein. Digga, da hat schon einer getuned. Digga, ich hab den Roller auf eBay gekauft, Alter. Ja, Junge, ich wurde ja richtig abgezogen. Ich hab einen Roller ohne Luftfilter gekauft, Digga. Digga, der Sportmotor. Ja, Hammer, der kriegt gar nicht mehr ab. Digga, wie der klingt, ist ja geil. Voll du bist eigentlich auch mehr ziehen, der Scheiß. Schau, was da für ein Dreck drin ist. Ja, der zieht es hier direkt rein, den Motor. Alter, guck mal, wie das geflickt ist. Ach, der Ständer ist irgendwie kaputt. Der kippt die ganze Zeit um. Ist nicht so breit. Nur mal gucken, ob hier ein Luftfilter drin ist. Wie macht er das auf? Eigentlich nicht, also, oder? Digga, da ist auch keiner drin. Was mache ich denn jetzt? Ich habe ja gar keinen Luftfilter. Kann man auch ohne Luftfilter fahren? Ist teuer, gell? Sieht hübsch aus. Hey, verarsch mich nicht. Ja, was machen wir denn da jetzt? Ja, ohne Luftfilter fahren. Kann man den halt irgendwo kaufen? Die Dinger. Weiß ich nicht. Ja, ich hab da hinten noch einen Luftfilter liegen, den bauen wir dann ein, ne? Also. Scheiße. Die Karre fährt, man muss aber, damit man den Kickstarter anmacht, den reindrücken und Ding. Das wird halt echt ein Struggle. Ich hoffe, dass wir damit nicht in den Bergen irgendwo hängen bleiben. Wir müssen irgendwo einen Schlagbohrschrauber auftreiben, dass wir den mitnehmen können. Alter, das ist so extra Gewicht. Ein ganzer Schlagbohrschrauber mit Akku, Alter, weißt du, das wiegt ja schon 3 Kilo. Jedenfalls fahren die Roller gerade beide, aber... Also gerade fahren sie. Ist ein bisschen kritisch noch, muss ich sagen. Sehen wir uns morgen... Bruder, ich muss vielleicht noch einen Luftfilter auftreiben, ne? Wir haben morgen noch so viel zu tun, wir kommen selbst morgen nicht weg wahrscheinlich. Seht jetzt wahrscheinlich den kleinen Haufen hier. Ja. Es ist ein bisschen viel irgendwie. Vor allem, das ist ja nur vom Noah. Hey, ihr habt einen ganzen Rucksack auf dem Rücken. Ja, trotzdem. Ich schon allein die ganze Kameranummer hier, die ich hier habe, Alter. Ja. Wie soll ich das alles mitnehmen? Wer in einem Beutel zu sagen. Das sind meine Beutel, oder? Digga, das, da bin ich gespannt hier. Nein. Das, wenn das geht, Digga. Digga, das lädt. Digga. Das ist ja mal richtig geil. Wir sind autark. Ich frage mich, wie schnell es lädt, ne? Hier ist wieder weniger Strom geworden. Echt? Von 46 auf 43. Ich glaube, das Teil können wir irgendwo liegen lassen. So. Das ist meine Hängematte, oder was? Ja. Meine Sachen sehen irgendwie voll billo aus. Nein, die ist nicht billo. Nee, meine Sachen, die hier so liegen. Nein, die ist nicht billo. Hier liegt nur. Hier liegt. Ich hab gedacht, ich schwör's dir, dass ich die billo hingegeben hab. Digga, man fällt hier raus, ich schwöre. So, jetzt wird ja an den Roller ein bisschen gewerkelt. Wir müssen die Halterung anbauen, aber ich krieg's nicht hin. Sieht man den Garten. Den Garten kann man sehen. Aber das Auto sieht man. Das kann man auch sehen, aber das Kennzeichen darf man nicht sehen, was? Na, auf jeden Fall haben wir hier schon ein paar Stau. Oh, wer ist das denn? Herbert. Nein, da schreibt einer wieder drunter dann. Ja, und ich habe hier auch hier. Behandeln in nur einer Sitzung. www.nureinebehandlung.de. Ja, auf jeden Termin Fall. Termin am Dienstag. 17 Uhr. Hast du gemacht? Nee, das. Wann? Keine Ahnung. Ist wieder ein Datum drauf? Nee.
Ich will jetzt hier keine Dinger nennen, ne? So. Auf jeden Fall habe ich bei mir auch mal hier drauf gemacht. Abschleppseil haben wir auf jeden Fall dabei. So ein kleines Kordelding. Das wird safe reißen. Was haben wir sonst noch? Fahrzeugpapiere natürlich. Ein alter Hafervollriegel. Hier, gönn dir, Junge. Ja. Und dann haben wir noch was ganz Leckeres hier unten. Also, du musst in den Ecken wie bei so Eichhörnchen. Schön die, weißt du, was ich komisch finde? Dinkelbrezen. Ich habe überall eigentlich so... Digga, geh weg. Ich leg ein Zeug. Ich habe überall GoPro-Halterungen dran gemacht. Die sind alle abgebrochen. Echt? Sind die unter Kleber oder wie? Die sind weg. Abgebrochen. Ja, die hier vorne schon, aber boah, die... Digga, das ist aber auch ganz schön. Ja, Survival-Modus. Boah, die riechen aber auch schon noch... Die riechen gar nicht mehr. Die sind schon geruchlos geworden. Wir haben jetzt gefühlt ewig gepackt und dauernd fällt einem noch ein, oh, das müssen wir auch noch mitnehmen und das brauchen wir noch. Aber wir haben es jetzt gleich. Wir holen jetzt hier nur noch ein bisschen Gemüse aus dem Garten. Nehmen wir noch eine kleine Zucchini. Ah, nee, die drehen wir lieber ab. Boah, ist die fett, Alter. Nummer 1 und Nummer 2. Dann nehmen wir uns noch ein bisschen Food aus dem Garten mit. Das kommt doch richtig geil. Oh, hier haben wir, boah, Digga, Lauch. Zwiebeln. Fette Zwiebeln, Alter, alles aus dem Garten. Wie geil ist das denn? Zucchinis, Tomaten, Alter, und Grünkohl ist ja auch noch. Wir haben hier fett Essen schon. Food ist am Start. Oh, Alter. Ja, das sieht so geil aus. Alter. Ich müsste eigentlich noch Food von der Seite machen dann. Ja, irgendwo in den Bergen, Alter. Digga, das sieht so geil aus. Wir sind ready, Alter. Oh, noch, Digga, der Helm, jetzt ist immer ein Beschissener. Was, wenn es jetzt mal regnet? Ich bin hier wie ein Klotz, ich kann mich nicht bewegen. Jo, Digga, das wollten wir schon immer machen. Alter, das wird so anstrengend. Ja, Leute, ich will... Au, Digga, mein... Oh, ich habe jetzt nur ein paar Schuhe dabei. Ich habe Schuhe vergessen, warte mal. Es geht los. Mal schauen, wie weit wir kommen. Das Ziel. Was? Wie heißt das Ziel? Großglockner. Das Digga. Ziel ist, mit den Rollern auf den Großglockner zu fahren. Großglockner zu kommen. Aber ja, mal schauen, wie weit die Reise geht. Heute müssen wir es erstmal in die Berge schaffen. Das sind nämlich auch noch ungefähr 100 Kilometer. Let's go! Oh, wir müssen erstmal tanken, Digga. Ich hab so Schiss. Nur am Schlürfen. Es ist so heiß, Alter. Das kann nämlich sein, dass da schon richtig Schnee ist. Digga, dann sind wir am Arsch.